Jo Leute, was geht hier der Start? Weiter geht's mit einer weiteren Let's Play WoT. Ja, ich möchte euch mal so einen schönen Anfang zeigen. Ich habe heute in meinem Superpashing ein bisschen gezockt, um ein paar Credits zu erfarmen. Und ich hatte ein richtig geiles Match. Ich hätte das fast gewonnen. Leider gibt es dann die Art, die dich zuerst spottet und dann bist du halt tot. Du hast zwar natürlich noch einen Schuss übrig gehabt, aber wie gesagt, 460 Lifepoints hat die Art gehabt und ich habe halt nicht überlebt. Aber das habe ich bei einer Niederlage geschafft. 8 Kills noch rausgeholt, richtig viel Damage. Eigentlich wäre es machbar zu machen, aber es ist halt so, der IS-3 hat sehr gut gespielt. Der Respekt an den, weil der hat richtig gut gekämpft, wurde dann im Endeffekt doch rausgenommen. Dann habe ich gegen die Arte kämpfen müssen. Ich musste sie ja suchen. Ich hätte natürlich zwei Sachen machen können, in den Cap fahren, aber natürlich habe ich jetzt nicht daran gedacht. Und ja, so sieht's aus. So farmt man 82.000 Credits auf die Hand. Es wäre mit dem Premium-Account wären es dann 132.000. Ist natürlich eine geile Sache, aber ist natürlich nicht schlecht. Und ja, mit diesem schönen Ergebnis hier, was ich ja auch gerade erst erspielt habe, möchte ich euch willkommen heißen zurück zur WoT Let's Play. Heute wird die Top Gun, beziehungsweise gleich wird die Top Gun für den Skoda gekauft. Freie Erfahrung habe ich genug. Normale Erfahrung, ne, haben wir 36.000. Ich müsste theoretisch nochmal 30.000 erspielen, aber meine Geduld hat auch ihre Grenzen irgendwo gezogen. Deswegen hoffe ich mal, dass die Top Gun mich, ja, spannend machen wird. Und ich habe noch eine Nachricht für euch. Ich habe die Arty, ich hatte ja eine Arty, die 212A, habe ich verkauft, das kann ich ja auch so beweisen, die Russen hier, die 212A, wo bist du? Da ganz unten. Ich müsste sie mir wiederholen für 3,7 Millionen. Ich hatte eigentlich den Gedanken, dass ich mir die 10er wiederhole, um einfach so Just for Fun zu spielen. Aber ja, ich sag mal so, lassen wir es mal noch sein. Es gibt wichtigere Fahrzeuge, die für es sich lohnt, das Geld auszugeben, als statt für die Arty. Deswegen lasse ich die Artys weg und jetzt ist mein Account sozusagen frei von Pest, sage ich mal jetzt. Ne? Wir haben hier nur Light, Medium, Heavy, TD und das war's. Wir haben sonst nichts mehr. Genau, ich habe ein paar meiner 3er, 2er Premium-Panzer verkauft. Ich habe hier noch einen L60 und noch den BT7 Arty. Die habe ich, also ich habe da zwei, glaube ich, verkauft, zwei Premium-Panzer, damit ich Geld hatte, weil ich irgendwie wirklich schon die 10er Arty zurückholen wollte. Aber dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was, tun wir uns das nicht an, lassen wir es sein. Und ich tue heute hauptsächlich mit dem Skoda auch spielen, beziehungsweise wir tun heute den IMX erstmal weglassen und vielleicht packen wir noch den Type 4 Heavy raus, wenn wir zu schnell sterben. Was ich ja auch nicht bezweifeln will, es kann sein, dass es ganz schnelle Matches sein werden, deswegen wird es vielleicht ein längeres Video. Also, wir holen uns 25.000 freie Erfahrung, musst dafür investieren. Ich krieg sogar noch 3.700 gespart. Und hier haben wir die Top Gun. Ich habe sie mir mit freier Erfahrung gekauft, so sieht die aus, ne? Nichts Besonderes. Autoloader. Autoloader ist eine schöne Sache. Drei Schuss. Für HE-Panzer ist es eigentlich nicht schlecht. Ich habe 40. Was ist, wenn ich. Ah, es macht so in Dreierabständen natürlich, ist ja klar. 39, mach mal so. 47.000 kostet uns das. Jeder Schuss kostet 1.100. Ist natürlich nicht billiges Ding, aber okay, wir kommen 47 Riesen dafür. Und wir haben wunderschöne Top Gun. Wisst ihr, was ich noch tun werde? Ich werde mir für 30 Tage Tarnung holen. Das sieht mir so. Das sieht doch viel geiler aus, oder so, so richtig so schön versteckt. Wir wollen das natürlich für 30 Tage, dann holen wir uns für alle drei Jahreszeiten. Ich sehe schon, wir haben irgendwie nur ganz wenig Tarnung zur Auswahl. Na, was sieht denn hier so gut aus? Ja, nehmen wir die. Also, es kostet uns schon einiges an Geld, 180.000, das ist natürlich schön. Und ja, das lassen wir auch so. Ein bisschen mit Tarnung spielen, schadet nicht. Da müssen wir noch für 30.000, also kostet das uns 270.000. Aber Leute, es tut mir nicht weh. Deswegen habe ich auch die Arty verkauft. Ich dachte mir, nee, es rentiert sich doch lieber mit dem Schatz hier zu spielen, mit der Top Gun. Und wir legen los. Wir legen los, erstes Match, let's go. Ich wollte eigentlich mit dem Superpershing mich aufwärmen, ein paar Runden machen. Aber das zweite Match hat mich schon gleich überrascht. War richtig geil. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich könnte mir theoretisch bald also wenn ich den 9er verkaufe oder den 8er,
könnte ich mir wieder einen Zehner holen. Es ist scheißegal, was es für ein Zehner ist, ich kann mir ihn leisten. Und ja, es steht nichts im Wege sozusagen. Das heißt, entweder wir holen uns den TVP, den Zehner, den TVP T50 51, oder wir holen uns den Type 5 schwer, oder halt die IMX Foch, die 9er, also die IMX, ach, ich weiß jetzt echt nicht, diese IMX-Reihen sind so viel Namen, die kannst du auch nicht alle merken. So, wir haben sogar noch andere Munitionsart, wir haben hier panzerbrechendes Hartkerngeschoss als normale Munition, ne? Das suche ich mir hier nicht aus. Und wir haben jetzt einen Autoloader, das heißt, Spiel auf Vorsicht, das ist alles A und O. Ansonsten bin ich gefickt. Erstes Match. Ich hoffe, Leute, dass die Zeit gekommen ist, wo du sagst, Leute, ihr werdet jetzt alle dafür büßen, dass ihr mich gekillt habt. Und jetzt werdet ihr einfach alle sterben. Denn der Autoloader macht den Panzer einfach, glaube ich, richtig böse. Und ich bin mir sicher, ich werde diesen Panzer behalten. Wisst ihr wieso? Weil er einfach Spaß macht. Also jetzt im Moment nicht so der spaßige Panzer, aber ich kann mir gut denken, dass er Spaß macht. Ich wollte es halt auf diese Weise sagen. Aber schau doch mal, wie genau das Geschütz ist. Also, Durchschnittsdamage 320 ist jetzt nicht der Oberhammer. Aber okay. Das werden wir schon irgendwie hinbekommen. So, begeben wir uns mal zu unserem ersten Gegner. Vielleicht wird dieses erste Match ein bisschen defensiv gespielt, kann man ja nie wissen. Wir haben da ja ein paar Camper. Oh, da habe ich Bock drauf. Leider habe ich den nicht getroffen. Grille habe ich auch überlebt. Gut. Ich hätte den fast getötet. Autoloader. Ah, da wurde er gekillt. Der Kollege hat sehr hart kassiert. Wir müssen aufpassen. Arti, Grille. Alles Leute, die viel Damage raushauen, ist nicht gefährlicher am Rack. Okay, wir sind wieder nachgeladen. Okay, der haut da ab. Vielleicht kommt er wieder hoch. Das sieht sogar sehr interessant aus. Die andere Grille, die interessiert mich gerade ein bisschen mehr. Genau die. Aber da, wo die gerade ist, sieht nicht sehr interessant aus. Gut, es entkommen. Die Leute pushen, das sieht sehr gut aus. 3-1 ist natürlich noch kein Spielstand. Wichtig ist, dass wir uns das nicht verkacken. Okay, ich wünsche euch gesehen. Ist natürlich kein Wunder. Ist in das Gebäude gefahren. Okay, die Arti ist schon mal down. Grille ist natürlich. So, immer am besten ausziehen, weil sonst ist es tödlich. Ja, schauen wir mal, wie viel wir hier rausreißen können. Nicht nur in diesem Match, sondern in den nächsten folgenden Let's Play Matches. Da werden wahrscheinlich jetzt die Prioritätsfahrzeuge sein. Der Type 4 Heavy und der Skoda hier. Ich sehe gar nichts. Ja, hatte ich nur getroffen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Du schießt dreimal und triffst einmal, dann rentiert es sich fast schon mit normalem Geschütz zu schießen. So, der ist tot, da ist die Flanke leer. Jetzt können wir flankieren. Ein Stocky 75, das ist wie Kanonenfutter, sage ich nur. Nur von der richtigen Seite kommen. Sieht aber gut aus. Sehr schön. Das nenne ich mal 1000 Damage auf die Hand, auf die Kralle. Die
10 Sekunden können wir wieder schießen. Oh, der ist tot, der ist tot, der ist tot und der ist tot. Wir haben 2500 Damage, wir haben nichts getankt. Erwarte ich leider nicht. Erwarte ich nicht von diesem Panzer. Aber wir haben schon mal mehr Damage gemacht und auch schnellen Damage, muss ich sagen. Und die Nachladezeit ist ja das geilste, 25 Sekunden und 1,8 Sekunden Nachladezeit. Ich dachte, das wäre ein 1,9. Aber 1,8 ist eigentlich sehr geil. Ja, erstes Match. Das wäre jetzt richtig geil, wenn ich in diesem Let's Play die erste Erfolgsmarkierung bekomme. Ich werde so lachen, weil das hatte ich irgendwie schon zu oft, dass ich einfach Erfolgsmarkierungen ohne Ende bekommen habe. Nur bei den ersten Matches im Let's Play. Oh, das ist natürlich ein gutes Match, muss ich sagen. Ein richtig gutes Match. Am liebsten würde ich natürlich nach rechts fahren irgendwo, aber ich muss als Medium ein bisschen meinen Teil erfüllen, weil sonst werden wir gepusht. Möglicherweise auch nicht, aber TD ist ein bisschen das Problem. Lass uns überraschen, oder? Ich will natürlich nicht zu viel pushen, sonst haben wir ein paar Probleme. Deswegen ein bisschen Def. Ein bisschen Def. Ich fahre erstmal in die Mitte. Nach der Zeit wird es wahrscheinlich nicht so ganz hinhauen. Ich brauche, denke ich, schon meine 10 Sekunden dahin und dann lade ich noch nach. Und du ladest viel zu schnell nach. Und das Geile ist, auf kurze Distanz bist du einfach unschlagbar. Ich meine, unser Durchschlag ist 248 auf dem 9er. Kann ich jetzt nicht beschweren. Ich glaube, auf dem 10er wird sich der Durchschlag nicht ändern. Ich muss das mal nachschauen. So, wir haben noch 13 Sekunden. Oh, wir schaffen das sogar rechtzeitig, muss ich sagen. Oh, wir schaffen das sogar sehr rechtzeitig. Schau, das sind noch 5 Sekunden. Wir sind schon nicht mal angekommen. Der Panzer enttäuscht nicht. Das ist echt cool. 25 Sekunden Nachladezeit, dachte ich. Und schon ist die Scout One-Shot. Geil, oder? Ja, wir laden nach. 20 Sekunden! Leute, ich lade 20 Sekunden nach. Ist es euer Ernst? Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Kein Wunder, dass ich so schnell nachladen kann, Alter. 20 Sekunden? Das ist böse. Aber ich fahre jetzt mal hier hin, weil ich habe ein bisschen Angst, dass die uns hier... bisschen... Nee. Ich darf gar nicht kassieren. Ah, oh, da war einer. Okay, ein T-34 mit seinem Turm. Das ist natürlich klar. Wir laden wieder nach. Wir haben 3 Schuss. Das müssen wir immer ausnutzen. Oh Gott. Das müssen wir immer ausnutzen. Ich wurde nicht mehr gesehen. Vorteil, Nachteil? Weiß ich nicht. Ich hoffe, der kommt nochmal hoch. Nein. Das war's schon. Das ist ein T-43. Ne, was ist denn das? Ein Konki. Ein Konki ist natürlich nicht so sexy. Mm. Da fährt ein. Alles klar. Ich wurde einfach mal gesehen. Von wem weiß ich leider nicht. Jetzt habe ich meine Reparatur unnötig verschwendet. Das ist natürlich ärgerlich, wenn du gesehen wirst. Ich frage mich echt von wem. E75, er braucht Hilfe. Der T30 braucht Hilfe, nicht der E75. So, wir sind weg. Kein Crit bekommen, das ist geil. Vielleicht nehmen wir den raus, aber ich habe Angst wegen den TDs. Und nachladen. Einfach nachladen, Leute. Einfach nachladen. Das sind diese 20 Sekunden, das ist nichts im Gegensatz zu 35 vom T-50. Er hat natürlich einen kleineren Vorteil, er hat mehr Damage pro Schuss, den ich mir nicht leisten kann. Ja, ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie geil es ist, gerade mit einer gescheiten Wumme hier rumzufahren. Wie gesagt, nicht, dass die anderen Wummen scheiße waren, aber ich war einfach nicht dafür geeignet. So einfach offen gesagt. Aber er war auch nicht dafür geeignet. Oh, hi.
Willst du nicht? Nee, mir gefällt es gar nicht, hier rumzustehen. Siehst du, kein Problem. Kommt er jetzt hoch? Okay, also der wäre jetzt auch One-Shot. Leider ist sogar ein Kollege von mir gestorben. Ey, diese Sekunden-Nachladezeit, das ist göttlich. Also wer von euch den nicht hat, sehr empfehlenswert, aber der Weg dahin ist halt lang und anstrengend. Wieso fährt er nicht wieder hoch? Wieso fährt er nicht wieder hoch? Es wäre göttlich, wieder hochfahren konnte wieder. Komm, zeig dich, Baby. 100% gespottet worden. Ja, locker. Locker easy. Leider nicht durchgekommen. 3k Damage. Noch ein paar Gegner haben wir. Kein Problem. Viele One-Shots sind es nicht. Wir haben noch auch genug Munition, wie ich sehe. Also arm werden wir dadurch nicht. Okay. Denn es sieht mich gerade gar nicht. Okay, wir fahren. Wir fahren, Leute. Das ist gefährlich mit dem Tipp. Ich hab's verkackt. Ich hab's einfach verkackt. Scheibenkleister. Wir laden nach. 3,5k Damage. Wir haben noch Zeit, weil die kämpfen da noch. 13 Sekunden. Kein Problem, nehmen wir raus. 8 Sekunden, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, der Bulldog. Der Bulldog ist interessant. Warte mal nach. Haben noch genug Munition, Leute. 4k Damage. Genug Munition. Für alle Gegners hier draußen. Hier ist ein Riesenstein. Wo ist der Letzte? Wo ist er? Wieso sehe ich dich nicht? Wo versteckt er sich? Nein! Das wären 4400 Damage. Geschenkt. 4400 Damage geschenkt. Ey, der kommt nicht mehr. Oder? Nee, jetzt kommt nicht mehr. Ich kann nicht mal überholen. Nein, ich will den Kill. Ich will den Kill. Das ist doch nice. Ein bisschen Kill-Stealing. Und das war's. Bisschen Auto-Aim. Und bam, Großkaliber. Bam, Erfahrung. Bam, es läuft. Okay. Das war zweites Match, Leute. Ich bin sehr zufrieden. Weiter geht's. Weiter geht's. Einfach weiter. Einfach weiter. Volles Potenzial ausschöpfen. Wir müssen sehen, wo werden die Nachteile kommen von dieser Top Gun. Wo wird es dann schwer? Also, wir wissen schon, es sieht sehr genau aus, aber es trifft auch nicht immer da, wo es treffen muss, weil du vertraust zu sehr auf diesen kleinen Kreis und das ist ein bisschen gefährlich. Also auf kurze Distanz. Glaube ich, kein Problem, aber auf etwas größere, da rentiert sich schon auch so zielen pro Schuss. Und dann schießt du halt lieber diese 2 Sekunden später pro Schuss, aber sichere Treffer dann. So, wir haben 4 Medium, der Gegner hat 5. Die haben sogar 3 Scouts, wir haben auch 3 Scouts. Jetzt ist das erste, wohin fährt der Gegner? Wohin fahren unsere Leute?
Und das wird sich entscheiden. Ich fand natürlich Standardpositionen, die wir kennen, da rechts. Und ja, zertrümmern wir mal ein paar Gegner. Skoda hat dagegen auch. Der hat natürlich schon längst die Top Gun wahrscheinlich, also länger als ich. Ich habe sie erst heute live gekauft. Ich mache das absichtlich, Leute. Ich kaufe immer die Top Guns oder die guten Sachen immer live, weil sonst denken sich die Leute immer, boah, das ist doch nicht möglich oder boah, wie hast du das geschafft oder das ist doch voll Cheaten und so ein Scheiß. Nee, alles von erster Hand gleich. Ihr seht, was ich für Erfahrung habe, da kann ich nichts cheaten. Cheaten vor allem. Ja, das ist eine Verschwendung. So eine Hardcore-Verschwendung. CDC, C34, die Arti. Die Arti geht mir auf den Keks. Die sind im Zug. Wir haben deinen Borsig, der ist hinter uns. Ferdinand da noch. Gefährliche Sache, muss ich sagen. Vielleicht werde ich gesehen. Oder auch nicht. Also theoretisch. Genau. Da ist es schon. Ja, er spottet mich. Kann ich leider nichts dagegen machen. Okay, einmal nicht durchgekommen. Also nicht mal angekommen. Kein Stress. Mir gefällt das irgendwie gar nicht. Die T-34er gehen hier sterben. Oh, Digga. Oh, Leute, wir haben verkackt. Oh, das ist ein verkacktes Match. Naja, jetzt versuche ich hier irgendwas zu machen. Also ich habe hinter mir noch zwei Leute. Das heißt, ich bin eigentlich nicht im Arsch. Soweit können wir schon mal sagen. Ich bin nicht im Arsch. Solange die Arti nicht auf mich Fokus setzt, bin ich nicht im Arsch. Alles klar, der ist down, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, das Leben geht weiter, alles dreht sich weiter. Es sind noch drei Gegner hier. Sehr schön, spotten wir den. Das ist sehr gefährlich wegen der Art hier einfach. Oh, da ist Bewegung. Kura, kur, kur, kur. Den habe ich jetzt natürlich verpasst. Ich weiß einfach nur, dass von da hinten einer kommt. Genau. Sie zu pushen ist eine ganz schlechte Idee. Oh. Ja. Also ich habe gerade Lust zu pushen. Nicht, dass ich das irgendwie nicht Bock drauf hatte. Oh Gott. Alles, was mich will hier, das gibt's doch nicht. Oh Gott, jetzt werde ich sogar gepusht. Ja, ich bräuchte mal Hilfe. Nein! Nein, diese Sekunde hätte mich gefehlt. Aber ich verstehe ich nicht, wieso der Zug 1 mir nicht geholfen hat, so wirklich. Die hatten doch die drei Leute da, die haben irgendwie, keine Ahnung, auf wen sie da geschossen haben. Ich glaube, sie wollten die CDC wirklich raus haben. Ich bin jetzt nicht böse auf die oder so, das ist jetzt mir wurscht. Ich meine, ich habe meine 3K Damage, das ist halt die Sache. Ich meine, ich konnte noch rechtzeitig nachladen, weil dieser eine Kleine da, der ist Type, bei mir nicht durchgekommen ist. Das hat mich ein bisschen gefreut. Und dann konnte ich in Ruhe beim, und vor allem der 1390 hat Stockgun. Da hatte ich ja ein Mega-Luck-Ding gezogen. Es zeigt mir jetzt 1209 Damage an, obwohl ich 3K hatte. Alles klar, mein Schatz. So killt doch die Arti mit deiner komischen Howitzer. Howitzer. Und tot, wieso? Ja, also ich habe 3 Kills, 3K Damage. Ich denke mal, ich bin gut dabei.
Und dann schreibt mir so einer in die Kommentare, ja Digga, mit dem Ding machst du 6k Damage und nicht 3k. 3k ist ja das Minimum so ungefähr. Kann sein, weiß ich nicht. Mit dem Autoloader bin ich bin ja schon vertraut mit dem Autoloader, deswegen habe ich ja keine Probleme mit dem zu spielen. Und vor allem, dass er alles doppelt so schnell hat. Also der hat fast schn also hat richtig also hat schnellere Nachladezeit pro Schuss und eine schnellere Nachladezeit pro Magazin. Also warte, 15 Sekunden schneller. Leute, mit Ansage, erste Erfolgsmarkierung auf dem beschissenen T50, Skoda T50. Ich hab's euch gesagt, Leute, ich hab's bekommen. Top Damage, wunderbar, weiter geht's. Ich sag es euch, ich kriege immer auf den Panzern die Erfolgsmarkierungen mitten in den Let's Plays. Und da kann ich auch nicht verarschen, sondern, ne, da seht ihr live, oh, ich glaube, hier wird's ganz ärgerlich für mich. Da kann ich auch so gut sein, wie ich will. Ich werde hier einfach verkacken, wie noch nie. Die Map tut es mir einfach, egal mit welchen Panzern, nicht an. Es ist einfach das größte Problem in diesem Match, also in dieser Map, der Berg und die Mitte. Wenn die Mitte nicht geschützt ist, und die Artis natürlich sind das größte auch Problem, da, wenn die Mitte nicht geschützt ist von unseren Kollegen, dann können wir auf dem Berg so viel anrichten, wie wir wollen, und werden trotzdem rausgenommen. Und wenn die Arti dann noch dabei ist, dann ist es natürlich schon Kopfkino, ne, was man sich da vorstellen kann, was da gerade passieren wird. Aber was ich tun werde, ich fahre auf den Berg. Ich tu mal wieder eines Tages nach dem Berg fahren. Na oh Mann. Uns gegenseitig stoppen sind die nicht so schön. Wir fahren auf den Berg, hoffen, dass wir da was antun können. Was ich sehr geil finde, ist der Centurion Action X hier die Ringe hat auf diesem komischen Dämpfer oder was auch immer das sein soll. Das soll ja den Schuss eindämmen, damit er nicht so hart streut. Aber ich kann auch eigentlich falsch liegen. Ich will jetzt hier nicht Falschaussagen tätigen. Ich bin hier kein Panzerwissenschaftler oder Geschützrohrtechniker. Ich weiß auch nicht. Oh, quietsch, quietsch. Also ich wurde noch nicht gesehen. Das ist ein gutes Zeichen. Die Ketten halten noch, das ist gut. Aber es sind drei Arti, ne, zweiartig. Lag schalt einer, okay. Ich habe letztens einen Kollegen von mir angeschossen, weil er mich geschubst hat, wo ich schießen wollte. Und dann schreibt er scheiß Lag und dann habe ich natürlich schon angeschossen, weil er mich angepisst hat, ne? Kann man ja irgendwie daraus ableiten. Scheiße. Den hätte ich jetzt zu gerne. Sechshundert Damage, wunderbar, oder 700. Jetzt muss ich natürlich den Berg spotten, ne? Ja, die muss mir helfen. Ich kann mir schon vorstellen, was da ist, Mann. Echt jetzt? Also wenn da gar keiner ist, ey. Da ist einer. Ja, mit der Ansage. Gut, ich wurde gesehen. Das wird jetzt ernsthaft, schmerzhaft und so weiter und so fort. Ja. Das ist echt ein Lebensretter hier gerade. Er braucht Hilfe, dann fahr mal. Dann fahr mal. Komm nicht durch. Lächerlich. Ich muss leider nachladen. Wie ein Tentakel. Ich 50 wollte Hardcore rammen. Das ist natürlich leider nicht gelungen. Muss ich nachladen.
So, ich muss wieder nachladen. Ich habe den Typen zum Glück wenigstens getroffen. So, Ramin. Wunderbar. Kann man fahren. Ich habe sehr viel Angst über die Art hier. Ja, der E50M ist gestorben. Ich glaube, der regt sich über den einen auf, der da ein bisschen scheiße hier gespielt hat. Okay. Wunderbar. Einmal gedamaged. Ein bisschen Position wechseln vielleicht. Ich muss noch eh nachladen. Gut, der eine kann schneller schießen. Oh, okay. Das erledigt sich selbst dann. Oh shit. Da kam ich nicht hoch. Da ist ein Jagdpanzer, alles mögliche. Ich glaube, es rentiert sich gar nicht, da hinzugucken. Ja, ihr seht schon, die gucken da einfach alle auf einen. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich fahr mal die IS-7 spotten, da ist sie. Scheiße, der Centurion Action X ist down. Komm, stirb denn. Martin muss den rausnehmen. Wenn ihr das denn packt. Zweifelt da gerade hart an der Existenz von der Arti. Wir müssen meinen Kollegen da retten. Ey, das ist, gefällt mir gar nicht. Ja, der braucht Hilfe. Der ist gestorben, alle sterben um mich herum. Ich kann auch nicht viel machen, sehr schön. T-50, godlike. Also der 50B lebt noch. Der 50B. Shit, das könnte mich spotten. Man muss die ganze Umgebung um sich herum kennen. Ansonsten bringt es niemandem etwas. Oh, ich habe jetzt gerade Versuchsmöglichkeiten. Da ist einer. Also auf Instant Spot habe ich natürlich keinen Bock. Oh nein, 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 nein. Niemand bitte. Ganz bitte niemand. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Oh mein Gott. Die Art, die macht mir Angst ohne Ende. Ja, unsere Art, die göttlich, wie sie spielen. Ja, yep, das habe ich verdient. Das habe ich hart verdient. Was soll ich jetzt machen? Der Schatzi bewegt sich, der in die Mitte kommt, gewinnt. Ja, wir haben das wahrscheinlich nicht verdient. Ich habe 4K Damage, ich habe meinen Teil beigetragen. Genug Munition habe ich mal noch. Lustigerweise, ne? So, Jagdpanzer ist da hinten. Das heißt, wir haben noch einen Panzer 4. Und wir haben noch sowas. Und immer noch sowas. Der Jagdpanzer macht mir sehr viel Angst. Du brauchst zwar noch eine Weile, bis er irgendwo ankommt. Es dauert noch sein Teil. 5K Damage, das geht ja. Ist ja alles möglich. Ich sehe gar nichts. Es ist halt niemand. Es ist niemand da. Wo
Boah, das wäre böse, wenn der T57 Heavy mit dem Kollegen darum da fährt. Weil die werden sich ganz bestimmt einen Fick geben. Ich fahr mal auf den Berg. Hoffe, dass ich da was sehe. Wäre ärgerlich, wenn ich da nichts sehen würde. Aber ich fahre doch nicht auf den Berg. T57 Heavy wurde gesehen, okay. Ist was rausgenommen worden. Da ist der Schatz. Okay, der weiß jetzt, wo ich bin. Der weiß, wo ich bin. Ich habe ihn zufälligerweise gesehen. Das ist ein Pluspunkt für mich. Ich sehe den nicht. Risky Bitch, risky, risky, risky. Ich habe nicht mehr so viel Munition übrig, muss ich sagen. So viel ist es auch wieder nicht. Also der PZ4 ist dort. Da ist der Jagdpanzer. Oh mein Gott. Da ist er. K Damage ist eigentlich nicht so der schlechte Start. Muss mal aus meinem Spot raus, damit ich den Jagdpanzer in Ruhe killen kann. So. Dann nehmen wir mal die Arti raus. Wir haben jetzt gerade sehr guten Damage. Verkacken ist uns das nicht. Das wäre jetzt richtig bitter. Wir fahren jetzt ein bisschen risky. Okay, wir laden wieder nach. Ich weiß nicht, ob ich sterbe oder nicht, aber. Da ist einer. Einer wird ihn schon holen. Ja, Mann, wunderbar. 6800 Damage gemacht. Wir haben es überlebt. Und wir haben es gewonnen. Meister mit einem persönlichen Rekord. Jetzt bin ich gespannt, ob das meine richtige Erfahrung ist. Tatsache. Das ist ein gutes Match Replay für euch. Muss ich, glaube ich, nicht aufnehmen. Ein richtig gutes Match. Also ich glaube, das war mein Bestes mit dem Skoda bis jetzt. Und wir haben sogar noch 9000 ins Plus geschafft. Ich muss ehrlich sagen, ich war nicht nervös bei diesem Match. Kann daran liegen, dass ich ein bisschen müde bin von der Arbeit. Aber es war ein geiles Match. Also ich muss es geben. Props an mich auch ein bisschen. Das war ein geiles Match nach langer Zeit. Ein 1600 Erfahrung Match mit sehr viel Damage auch dabei. Ich weiß, es gibt Leute, die schaffen deutlich mehr. Vielleicht auch sogar mit diesem Panzer. Das will ich nicht bezweifeln. Aber nicht schlecht. Also, Skoda. Wenn er voll aufgerüstet ist, dann, ne, dann drehen sich auf einmal Glücksräder, sage ich nur. Das ist schon echt. Da muss ich Props geben. Aber ich muss noch ein bisschen erfahren, wie es ist mit der Top Gun, wenn du die Arti abbekommst, wie das sich dann auswirkt auf dich. Ist es Full Damage? Ist es. Also ich habe schon Arti abbekommen einmal mit dem Skoda. Da war ich noch im Stock. Da habe ich 1400 Damage kassiert plus angezündet, konnte mich nicht mehr rechtzeitig löschen und bin halt verbrannt, ne, und hatte 1650 Damage bekommen. War eine schöne Sache für den Gegner, was natürlich für mich dazu gebracht hat, dass ich richtig böse war. Ey, schön, Leute, schön. Jetzt macht es doch wieder Spaß zu spielen, oder? Also ich bin gerade echt happy, dass der Panzer mich nicht enttäuscht. Das ist eine richtig geile Sache. Boah, Kollege, du fährst mir gerade so richtig gefährlich den Weg weg. So, wir fahren, wir fahren.
Wir fahren ganz schnell, wie 220 natürlich schneller, aber wir haben mehr Damage. Ihr müsst euch vorstellen, ich schieße so viel wie der W220, nur 100 Damage mehr. Ne, ein Schuss genügt. Das ist der zweite Scout. Wunderbar. Scouts nehmen wir schon mal leicht raus. Ich habe sehr viel Angst um die AT. Die AT macht mir Problemati. Okay, die kämpfen sich da. Das ist schön gut. 5 Sekunden. Kann ich mithelfen? Glaube, das war eine Verschwendung. Eine ganz gute Verschwendung. Oh, der nächste, nee, das nächste wäre ein bisschen blöd jetzt. Die kommen dann immer mehr. Mir fällt mir ehrlich gesagt nicht so ganz. Wenn immer mehr von den Meistern kommen. Ich habe zwar nichts gegen Meister, aber zu viel ist nicht gut. Shit. Ich möchte den natürlich nicht blocken. Jetzt hat er mir gerade die Möglichkeit genommen, einfach alles zu machen. Mei. Mei, mei, mei. Okay, wir laden nach. Wir haben Zeit zum Reloaden. Ich weiß nicht, wie ich gerade den Superpershing in die Seite getroffen habe. Will ich echt nicht wissen. Aber es läuft gut, es läuft gut, es läuft. E50, go go. Da ist noch ein T55 und so. Herren. Okay. Wir haben Damage, Leute, wir haben Damage. Wieso pushen die? Ich verstehe nicht, wieso die pushen. Die haben doch nicht so viele Leute hier. Wir verlieren einfach durch Leute. Okay, der hat ihn raus genommen. Da kann ich leider nichts dazu sagen. Glück oder Props. 1390 machst du gerade richtig. Das will ich natürlich sehen. Hur. Er ging nicht durch, ja. Ich habe wahrscheinlich seinen Triplex oder so getroffen, dann hat es natürlich nichts hingehauen. Und den Kollegen kann ich wahrscheinlich vergessen, ja. Okay, wir haben gewonnen. Oder? Will ich da ein bisschen aggressiv jetzt rüberlatschen oder? Oh. Das ist natürlich gefährlich gerade. Okay. Das hat sich erledigt. Ja, wir haben gewonnen. Das ist, glaube ich, klar. 2500 Damage, easy peasy, lemon squeezy. Wir gehen hier soft ran. Das letzte Match war ich echt, ich bin echt überrascht ja sogar, weil Prorovka, ne, wir wissen ja, die Map ist richtig böse. Arty hat mich sehr oft verfehlt. Ich habe sogar Jagdpanzer 100 getankt. Also nicht mit wörtlich getankt, aber ich habe ihn. Aber ich glaube, der nächste hat ihn nicht getroffen. Ja. Ich habe ihn getroffen, aber nicht angekratzt. Damit kann ich leben. Boah, ich würde so gerne HE probieren. 3, 6, 9. Ja. Es wird halt nicht reichen, den Boss zu töten. Das muss ja klar sein. Aber ich ramm ihn. Ich ramm den Boss, aber die Arty. Was ist mit der Soft Arty? Tschüss, Arti. Das war's mit Arti. Arti. Ich habe sehr viel Angst um die gegnerische Arti. Hopp, da bin ich im Spot. Oh Gott. Ich hatte gerade Panik, deswegen wollte ich nicht sterben, weil ich dachte, der Boy schießt jetzt auf dich, aber ich glaube, der hat schon geschossen und war gerade im Nachlademodus. Wunderbar, machen weiter. Unterstützer Großkaliber, wunderbar, wir machen weiter. Ey Leute, das macht rack, zack, 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 zack und fertig. Die Matches laufen hier flüssig, also zumindest mit dem Panzer, ne? Das ist, glaube ich, so ein richtiger Start, guter Start für mich hier.
Ich meine, im Superpershing hat schon gut angefangen und mit dem Skoda jetzt läuft es super. Wir wollen es natürlich nicht zu gut reden, aber es ist jetzt kein Beschwerden bei mir da. Das ist so ein Helden, also nee, das ist immer so unmögliche Sachen. Der Black Seven regt sich nie auf, so ungefähr, ne? So, er regt sich in einem Part auf, what the fuck, oder nee. Ja, ich meine, Deutsch ist richtig geil. Ich wollte eigentlich sagen, dass der regt sich nicht auf in diesem Part. Das ist doch unmöglich. Normalerweise kommentiert er irgendwie einen Scheiß, der nicht gefällt. Und jetzt natürlich bin ich viel zu happy. So, wir fahren in die Stadt, da müssen wir auch hin. Deswegen können wir die Flanke hier vergessen. T30 kann machen, was er will. Zwei Artis sind immer da. T79, das wird jetzt lustig. Oh. Woher kamen die Schüsse? Das hat mir gerade nicht gefallen mit den Schüssen. Das ist, was ich meine. Oh, da geht's spotten. Scheiße. Ein Schuss zu wenig. Hat ihn gesessen. Ja, alles klar. Die anderen gucken einfach. Ja, interessant. T55 ist schon bei unserer Flagge. No problemo. Heavys haben wir nur zwei. Beide sind nicht da, wo sie sein sollten. Bin gespannt, wie das Match hier positiv ausgeht. Muss ich sagen. Schauen wir mal, ob wir hier überleben. E10 ist angekommen. Okay, E-Mail 2 ist da hinten. Oh, wir haben zwei Scouts in der Base. Ne, eine. Nur eine. Der eine ist schon gestorben. Ja, da ist einer. Weiterer Scout von der Gegner. Oh, hallo. Hier ist Simon the Run und so. Und dann passiert natürlich der hier. Ja, der ESC ist natürlich das größte Problem hier. Jetzt müssen wir ein bisschen runterschrauben. Die haben ein ESC, unser VK pusht da hinten. Ja, okay, also wenn er pusht gegen die Kollegen, dann habe ich eigentlich kein Problem. Ich warte auf den Moment. Ja, das wird ein lustiges Match. Die werden hier hart gepusht, geraped und alles Mögliche mit denen gemacht. Ich weiß nicht, was er davor hat. Will er da gegen mich kämpfen oder was? Die 30 will ich jetzt natürlich nicht sehen. Und tschüss. Tja, da hat er zu viel Fokus auf mich und schon war es vorbei. Du, ich bin 20, hallo. Wir nehmen sie raus, so wie es aussieht. Das war ich mal ein Fell genannt. Okay, wir fahren mal wieder hier hin. Hier ist 7 ist down. Okay, wir haben die Flanke gehalten. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass das Team hier so gut ist. Dein ist natürlich gestorben, der VK. Ich glaube, da hast du dich gedacht, so, boah. Ich bin Premium undurchdringlich und so. Und dann war was anderes los. Naja, wir fahren. Bis der Gegner realisiert, dass ich hier bin, das ist ein Traum dann. Warte mal wieder nach. Wir haben genau 2300 Damage. 1040 ist noch ein Problem.
Okay, hier kann keiner mich schießen, nur der T-49 könnte. Er könnte Dürre machen. Oh, hallo. Sehe ich den oder? Nee, das war schon jemand anderes, okay. Ich dachte mir schon gerade, what the fuck, Alter, seit wann sehe ich Artis? Bin doch blind wie ein Fisch. Okay. Nicht zu viel Aggression, weil sonst kann ich ja Moral, können wir freuen, wenn natürlich nicht. Ich meine, unser Sieg ist irgendwie garantiert, in einer gewissen Weise. Nicht zu früh lachen. Will ihm noch gern Damage geben. Yeah. Das kann ich mir sparen. 3K ist, glaube ich, schon genug gedamaged. Na gut. Ein Kill oder nicht, ist wurscht. Der Kill interessiert mich, glaube ich, ein wenig. Aber das ist halt das Geile, was ein Deutschmann, das ist schwer. Nein, ich meine, am Autoloader. Du hast 4 Schuss oder 3 Schuss oder je nachdem, was du für Schuss du hast. Ein Schuss zum Ketten, zweiter zum Damage machen. Oder gleich Doppel Damage. Das ist natürlich auch so eine Möglichkeit. Naja, das ist immer die beste Möglichkeit, von oben zu kommen. Man muss ja reagieren. Nein, er wird sterben. Ja, ich habe den Kill geklaut, das ist voll unnötig. Aber gut. Kann das sein? Okay, der Gegner hat, der Kollege hat sich selbst gekillt. Wieder 1000 Erfahrung. Wunderbar. 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 Wie lange nehme ich denn auf? Wird es mir gezeigt? Ich habe schon 50 Minuten. 50 Minuten, ein Match, Leute. Ein Match muss noch sein. 50 Minuten ist schon hart. Aber es wird euch Spaß machen anzusehen. Ich kann das euch schon jetzt sagen. Weil immer habt ihr nur Frust und so gesehen und ist heute mal richtig nice. Auch wenn das letzte Match jetzt kompletter Bullshit sein könnte. Will ich natürlich nicht hoffen. Es kann aber sein. Schade, dass wir oben spawnen. Mal wieder. Schauen wir mal, was wir machen können. Scouts haben sie keine. Das heißt, wir können schon mal jemanden abfangen. Medium haben sie einen. Sehr viele Heavies. Oh, die haben sehr viele Heavies. Das ist normalerweise Kanonenfutter, wenn ich so ehrlich bin. Das hätte man hier mit Premium-Munition. 310 Durchschlag, Alter. Du hast hier Durchschlag wie ein 10er TD, Alter. Wie der F-14-283. Da ist das viel Durchschlag. Das brauchst du aber niemals in deinem Leben. Kollege, du fährst mit mir schon richtig gut. Wunderbar, wunderbar. Ich habe gehört, Leopard 1 soll sein. So, richtig Weil. Ein Kollege, mit dem ich von meinem Clan gespielt habe, just random so gespielt, 8er bis 10er Zug, kennt ihr und so. Ja, hat ihm gar nicht gefallen. Er bereut, dass er sich den geholt hat. Weiß ich nicht, Leute. Kann ich leider keine Kommentarski dazu abgeben, weil ich ihn selber nicht habe. Ich spiele jetzt gerade erst auf den Leopard PTA und kann mir das nicht leisten, schlecht oder gut über ihn zu reden. Er sieht halt gut aus und mit der Top Gun sollte der eigentlich reinhauen. Aber sind diese 400 Damage wirklich die Nullpapierpanzerung? Nullpapierpanzerung, Alter, was ist denn das für ein Deutsch von mir? Hur. Oh, weh, ich wurde gesehen. Die Schere. Was kommt denn da jetzt? Er entscheidet sich jetzt gut, schlecht, ja, nein. Naja, jetzt hat's. Unnötig. Unnötig. Oh Gott, Heavys fahren unten lang. Und E3 und oh mein Gott. Das ist der Urteil des Todes. Ja, das ist ein Todesurteil. Kurzer Wendekreis gefällt mir. Servus. Servus Erdnuss E100. Ich habe keinen Plan, wo die Artis ist, was sie machen.
Ja, meine nur drei, die kassieren da hart. Das ist natürlich. Holy shit. Er hat noch ein bisschen Life Points, das gibt's doch nicht. Woher kommt der T34? Ich will den nur ganz ungern rammen. Danke dir, Scorpion G. Ich dachte, normalerweise hätte ich jetzt noch mal kassieren müssen, aber woher kam der? So einfach Hex Hex und dann war er da. Oh, 100, der chillt immer noch da. Oh, da gibt's Free Damage. Gegen Free Damage kann ich leider nichts sagen. Go, go, Free Damage. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Der Free Damage ist aber versteckt. Was ist für ne? Ich mag es nicht, wenn mein Damage versteckt ist. Wieso ist denn dein Heavy? Holy shit, wieso ist denn dein Heavy? Zweimal nicht durchgekommen. Nice. Einfach nur nice. Okay, unsere Leute pushen da ran. IS-3 ist runtergefahren. Ich warte noch ein bisschen. I-100 sollte noch am Leben sein. Okay. Das sollte sterben können. Bald. ASAP, wie man es nennen will. Er lebt noch. Ich habe sehr viel Angst, gerade dahin zu gucken. Weil ich kann halt flankiert werden. Oh, bitte spottet mich nicht. Ihr Drecksratten. Ihr seid einfach Drecksratten. Jo. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen gefickt hier. Das ist, was mir gar nicht gefällt. Jo. Ja. Das war mein erster Tod mit 2k Damage. Leider bin ich, glaube ich, zu schlecht reingerusht. Da haben sie alle reagiert. Ja, ich finde es schade, dass sie mich da gespottet haben über diesen Mini-Nippel-Pickel da von Erde, was zu niedrig war und schon wurde ich gesehen. Zum Glück habe ich aber noch ein bisschen gedamaged. So kannst du deine Trommel noch ausleeren. D5 kam von ganz anderer Seite. Okay. Kann ich jetzt nicht beschweren. Okay. Leopard, was ist an dem so schlecht? Da müsste das auch mit jedem Sniping-Schuss treffen. Da sieht er nichts. 12-3, ja, ist ein leichter Sieg. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist doch eigentlich ein super Panzer. Also, eine Erfolgsmarkierung hat der Kerl zum Beispiel, hat einen sowjetischen Stempel drauf, aber okay. Das sollte doch super genau sein. Der Nachlass hat es vielleicht lang und er ist auch nicht so genau, aber seine Tarnung sollte doch. Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen, mir und dem T62 und so richtig gut sein. Amorakan Scorpion, bye bye. Der E7 kämpft sich durch. E5 macht den letzten Kill. Okay, auch nicht. Das ist natürlich eine Sache. Aber okay. Einmal sterben gehört mal dazu. Und ja. Endresultat, sehr viel Plus haben wir auch noch gemacht. Wir haben auch nicht so schlecht gespielt, wir haben 58 Erfahrungen bekommen. Sogar die meiste Erfahrung bekommen. Tatsache. Tatsache, ja, nicht schlecht. Dafür sind wir nicht mit dem Damage hinterhergekommen, aber ist nicht schlecht. Manche müssen halt auch besser sein. Na gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns dann hoffentlich in dieser Woche noch bei ein paar weiteren Let's Play WoT wieder. Bis dahin. Ciao.